ja, RS7. Das Auto, das kennen wir im Prinzip schon, zumindest den Antriebsstrang und den Motor im Besonderen mit dem Mild-Hybrid vorne vom RSQ8. Den hatten wir auch hier nochmal verlinkt. Da haben wir alles mitgemacht. Heute nur ein ganz kurzes Review über das Auto hier, weil wir ja auch demnächst den e-tron GT fahren. Und die beiden Autos, e-tron GT und RS7, oder zumindest RS e-tron GT und RS7, sind ja schon so ein bisschen vom Grundkonzept ähnlich und komplett verschieden. Also beides. Sind beides Limousinen, beides Langstreckenlimousinen, beides sehr leistungsfähige Limousinen, aber eben das hier konventionell angetrieben mit einem V8 unter der Haube und der e-tron GT halt komplett elektrisch angetrieben. Ich bin super gespannt, diese beiden Unterschiede da zu erfahren. Deswegen im Voraus vergessen Sie nicht, auch das Video und den Beitrag zum e-tron GT anzuschauen. Ja, was wir hier haben, ist im Prinzip eine Limousine vom RSQ8. Genau, das habe ich schon gesagt. Ich mache, bevor ich vorne auf das Design ganz kurz nur eingehe, mache ich die obligatorische Motorhaube mal auf und wir schauen uns den V8 hier unten mal an. Das Auto ist natürlich vollgepackt, das sieht man hier auch in dem Navara-Blau, das sehen wir hier drin auch noch ohne Klarlackschicht natürlich, diese ganzen Karosserieteile hier verkleidet und lackiert, aber genau ohne Klarlackschicht, aber da sitzt dieses Monster-Aggregat mit riesen Ansaugbrücken hier vorne und klar, die ganze Front ist natürlich riesig, ähnlich RSQ8, da muss ordentlich viel Druck durch. Ja, wir haben hier 600 PS, ein Glück, kein Plug-in-Hybrid, finde ich immer besser, weil man hat die 600 PS hier immer. Und bei Porsche hat man ja den V8-Motor mit, also denselben, fast mehr oder weniger, denselben V8-Motor mit Plug-in gekoppelt, also mit einem Elektromotor gekoppelt. Bei einer größeren Batterie, da hat man 680 PS, aber natürlich auch nur, wenn die Batterie vollgeladen ist. Und das Management von dem Auto hier, das macht richtig gute Arbeit, das haben wir beim RSQ8 auch schon gesagt. Wir haben hier eine komplett intelligente Antriebssteuerung und Batteriesteuerung, sodass man die 600 PS hier immer hat und vor allem 800 Newtonmeter kommen nochmal oben drauf, die an alle vier Räder über Quattro-Allradantrieb geleitet werden. Und ich liebe ja Motoren, die man noch richtig sieht. Und wenn ich hier oben noch dieses Kunststoffteil wegmache, da kann ich genau hier diese ganzen Komponenten, nicht elektrisch, das auch, aber die ganzen mechanischen Komponenten sehen. Und hier auch nochmal die ganzen von VW AG, die ganzen Teilenummern und das Ganze hier sehen. KKK, natürlich Turbolader hier, die Seriennummer, all das. Das begeistert mich einfach unglaublich. Das fasziniert mich richtig, wenn man hier nochmal auf diese Mechanik hier eingehen kann. Da hinten haben wir dann nochmal eine Domstrebe, so dass auch hier vorne alles im Sinne der Karosseriesteifigkeit zusammengehalten wird. Also das ist natürlich Faszination, mechanische Technik vom Feinsten. So, jetzt passt auch das. Allgemein ist es echt beeindruckend, so eine breite Motorhaube und so eine großflächige Motorhaube hier zu haben. Finde ich immer wieder schön. So, die Front hier vorne, wir haben ganz spezielle Scheinwerfer. Und das erinnert mich an die Audi A7 Weltpremiere in Ingolstadt. Als wir da waren, habe ich gleich von vornherein gesagt, gut, der A7, der hat eine richtig gute Basis. Ich freue mich sowas von auf den RS7. Ich glaube, dieser RS7, der übertrifft alle Erwartungen hier mit seinen breiten Backen hier vorne und seiner extrem breiten Struktur an der Front, auch mit diesen wahnsinnigen Lufteinlässen hier vorne und mit diesen Scheinwerfern hier, LED-Matrix-Scheinwerfer. Und was man dann auch noch hat, ist da unten ein kleines blaues Zeichen und so eine X-Form. Das heißt, wir haben auch das Laserlicht hier, also die neueste Superentwicklung von Audi, jetzt schon seit mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren, haben wir hier in diesem Auto verbaut. Auch hier noch eine Sache, die beiden Sensoren hier für die ganzen Assistenzsysteme, die sind jetzt ein bisschen besser verpackt als beim A7 bei der Vorstellung. Da gab es schon sehr, sehr Kritik. Die verschwinden jetzt ein bisschen mehr in diesem schwarzen Hochglanzkühlergrill und hier vorne. Das haben wir schöner und finde ich auch nochmal geiler als beim RSQ8. Aber klar, beim RSQ8 ist auch ein SUV, hier haben wir eine Limousine, da haben wir noch eine schöne Frontlippe hier vorne. Auch dieses Teil, das kriegen wir noch in schwarz mit dem entsprechenden Paket. Pakete ist ein schönes Stichwort. Wir haben hier bei dem zur Preisstruktur jetzt, wir fangen hier bei 123.500 Euro im Grundpreis an, aber dafür kriegt man ja ein RS7, der ist aber noch nicht so, wie er hier steht. Hier kostet er 165.000 knapp. Man kann auch noch ein bisschen mehr konfigurieren, auch bei Audi gibt es ja Audi Exclusive, also die Möglichkeit, mehr Optionen zu konfigurieren.
individualisierte Optionen zu konfigurieren. Und auch das geht hier bei diesem Fahrzeug. Was hier noch im Prinzip viel, viel mehr drin ist, ist zum Beispiel ein RS Dynamic Paket Plus. Es gibt das RS Dynamic Paket und dann gibt es das RS Dynamic Paket Plus. Das normale kostet 4000 Euro. Das lässt eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 280 km/h zu, hat noch ein paar weitere Merkmale, auch unter anderem ein Torx-Splitter an der Hinterachse. Und das RS Dynamic Paket Plus, das hat man dann für 12.000 Euro. Da sind dann diese Keramikbremsen hier noch hinter diesen Felgen. Wir haben hier Winterräder noch drauf, weil es ja vor ein paar Wochen noch kalt war. Und trotzdem haben wir ja 22 Zoll Räder. Diese massiven Räder. Normalerweise hat man hier im anderen, also wenn er Sommerräder hat, hat man hier glanzgedrehte Räder. Jetzt haben wir die ganz normalen Alus hier drauf, aber auch schon die schauen richtig krass aus. Und dahinter die Konzernanlage, die kennen wir ja schon auch schon von Porsche in ähnlicher Ausführung, also auch Keramikbremsanlage mit riesigen Audi-Satteln hier, Bremssätteln hier. Das macht schon einiges her. Das sieht schon echt gut aus. Auch hier wieder an der Seite die abgesetzt, in Silber matt abgesetzten Außenspiegel. Auch da unten die tief gezogenen Schweller, damit dieses Auto wirklich so brachial auf dem Boden sitzt, wie es nur geht. Und da haben es Tuner, muss ich echt sagen, haben es Tuner wahrscheinlich richtig, richtig schwer, hier nochmal was zu machen. Einige Umbauten hat man ja schon gesehen auf Instagram und Co. Aber ich finde, das Auto, das müsste eigentlich nur für sich so stehen. Da kann man so wahnsinnig viel gar nicht mehr machen. Ja, auch die Hinterachse mit entsprechend 22 Zöllern ausgestattet. Und hier hinten haben wir die ganz typische Formensprache mit den LED-Rückleuchten hier, die in entsprechende Animation dann aus- und angehen. Ach, jetzt geht es gerade nicht, weil die Zündung noch an ist. Ah, noch geht. Geht hier genau, super. Sieht richtig schön aus. Auch das kennen wir ja vom RS Q8. Und wir haben da unten natürlich einen entsprechenden RS Heckabschluss hier mit diesen ovalen Endrohren. Auch hier ist eine RS Sportabgasanlage noch optional nötig, dass man diese Endrohre und diesen Zaun vor allem kriegt. Und dann eben dieser geschwungene und angedeutete Diffusor hier unten. So, jetzt das Allerwichtigste, wie fährt das Auto? Und das sehen Sie jetzt. Der Audi RS7 Sportback als Zusatz, ist ja schon nicht mehr der neueste. Seit Ende 2019, Anfang 2020 ist er ja auf dem Markt. Wir haben ihn jetzt ein Jahr später nochmal, aber er ist trotzdem umso beeindruckender. Nicht von seiner Äußerlichkeit, also nicht nur von seinem Äußeren, sondern auch hier im Interieur. Man fühlt sich hier schon sehr, sehr wohl. Es ist sehr, sehr sportlich. Die Systeme sind zu einem geneigt. Es ist im Prinzip ja auch das gleiche wie RS6, RS Q8, RS7. Das sind ja alles die gleichen Derivate. Es ist clever von Audi Sport, das alles so zu machen. Also ein Antriebsstrang, ein Konzept, eine Architektur für mehrere Fahrzeuge, das dann bereitzustellen und zu machen. Also diese beiden Displays hier, die kennen wir von Audi, die haben sich in der Realität oft nicht ganz so durchgesetzt, sind manchmal ein bisschen kompliziert zu bedienen und manchmal auch ein bisschen zu viel. Aber wir haben hier unten im Wesentlichen die Klimasteuerung und man kann hier unten auch bei einer bestimmten Navigationseingabe hier auch mit Handschrift und so alles. Das ist die Funktion, die kennen wir alle, haben wir beim Audi RS Q8 wirklich sehr, sehr viel gemacht. Heute geht es hier mehr um diese Sportlichkeit und auch, wenn man, was einem natürlich hier auffällt, ist zum einen mal diese Frontscheibe und das relativ kurze Armaturenbrett, also sehr, sehr sportlich. Das ist richtig cool. Auch diese Mehrstufen hier im Armaturenbrett, das kennen wir auch vom A7 noch. Aber wir haben hier diese ganzen Lüftungsdüsen und so und auch dieses wirklich sehr relativ große Element hier, alles aus Kunststoff. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt hier so sagt, das Auto kostet 165.000 Euro, man kann sicherlich auch noch ein bisschen mehr machen und auch Audi exklusiv bietet sicherlich hier auch eine Lösung für an, dass diese Materialien hier noch ein bisschen besser sind. Aber wenn ich so ein Sichtteil hier in diesem Auto habe, dann würde ich für den Preis es erwarten, dass das tatsächlich ein bisschen besser ist. Auch genauso hier wie diese Schaltwippen hier hinterm Lenkrad. Die wirken jetzt nicht so, als wären sie toll aus Alu gefräst, sondern sie haben nur eine Alu-Optik, sind aus Kunststoff und manchmal knarzen sie ganz leicht hier hinten. Das ist alles und auch diese Schalter hier am Lenkrad. Auch hier wünsche ich mir einfach ein bisschen krassere, ein bisschen schönere Materialien. Es sieht gut aus, gar keine Frage, aber die Werte hier drin sind nicht so hochwertig, wie ich mir das vorstelle für diesen Preis. Aber
das ist ja nicht alles. Es zählt ja auch Fahrdynamik und der Fahreindruck und vor allem die Sitze und so. Das ist natürlich alles sehr, sehr luxuriös und sehr, sehr hochwertig. Was mir gerade einfällt, hier habe ich gefunden, zufällig, mache noch ein Gewinnspiel, A7, eine Originalskizze von Audi. Wenn Sie unten kommentieren, wie Sie das Video fanden, dann wählen wir Sie, oder wie Sie das Auto fanden, dann wählen wir Sie aus und verschicken Ihnen direkt diese Skizze. Einsendeschluss und die Teilnahmebedingungen, die stehen alle unten. So, jetzt fahren wir aber mal und erwecken ihn zum Leben. Was natürlich toll ist an so einem Mild-Hybrid-System, das er ja hat, ist, dass das Starten komplett anders ist als beim normalen Auto. Wenn ein normales Auto so ein bisschen rumjuckelt am Anfang und Anlasser und den Motor erstmal anlässt, haben wir hier einen Startergenerator ganz tief unten am Motor angeflanscht an die Kurbelwelle. Und dann dreht sich das viel, viel einfacher und der Motor kommt viel, viel einfacher in Gang. Ich gehe jetzt gleich mal in Manuellmodus und gehe auch gleich in den RS-Mode hier am Lenkrad. Den habe ich mir zuvor konfiguriert. Den kann man hier, das mache ich nochmal ganz schnell, das haben wir beim RS-Q8 auch gesehen, den kann man hier konfigurieren. RS-1-Modus, RS-2-Modus. Ich gehe jetzt ganz schnell in den RS-1-Modus und konfiguriere nochmal. Da kann man ihn sich so konfigurieren, wie man möchte. Ich habe jetzt alles auf sportlich gestellt. Beim RS2-Modus ist jetzt nur noch der Unterschied, dass man hier unten noch ein Quattro mit Sportdifferential einstellen kann und das ESC auf Sport einstellen kann. Also sind somit auch Drifts deutlich besser und deutlich einfacher zugelassen. Wir bleiben aber erstmal im RS1-Modus, weil auch der macht schon richtig Spaß. Was man hört, das ist auch im RS-Q8 so gewesen. Im Prinzip ist es ja sowieso alles das Gleiche. Klar, dieser tiefe V8-Sound von diesem Auto. Was hier aber anders ist, ist, man sitzt natürlich viel tiefer auf der Straße. Man hat ein ganz anderes Gefühl hier. Wir schalten ja über eine Wandlerautomatik. Sie soll laut Audi diese 100 Newtonmeter mehr zusätzlich vom Vorgänger RS7, also im Vergleich zum Vorgänger RS7, besser übertragen. Das sehe ich jetzt nicht so, weil es gibt auch andere Konzernmarken, die haben ähnliche Leistungswerte und auch ähnlich hohe Drehmomente, die auch ein Doppelkupplungsgetriebe eingesetzt haben. Aber man muss sagen, Zwischengasangleichung und auch das Schalten, die Schaltwechsel in diesem sportlichen Modus, die sind schon sehr zügig. Da kann man schon ordentlich was mit anfangen. Ja, was hier noch gleich natürlich ist an diesem Auto, das Auto wiegt ein bisschen weniger, das Auto ist dadurch auch ein bisschen schneller auf 100 und auch ein bisschen schneller auf 200 km/h. Wir haben hier 12 Sekunden, die nur vergehen, bis dieses Auto auf 200 km/h ist. Das ist schon eine wahnsinnige Rakete, und 3,6 Sekunden, die vergehen, wenn das Auto auf 100 fährt aus dem Stand. Das ist ein bisschen schneller als beim RS-Q8, klar, weil der ist einfach deutlich schwerer. Man fühlt sich hier, das habe ich ja schon gesagt, wohl an Bord, aber auch beim Fahren wohl. Gerade mit diesem Mittendisplay hier, das kann man hier noch konfigurieren, einstellen, was man haben möchte auf diesen einzelnen Ebenen dort. Das ist auch hochauflösend und man sieht vor allem alles auf einen Blick. Wir haben diese RS-spezifischen Systeme hier noch direkt konfiguriert. Das kriegt man beim normalen A7 nicht. Aber nochmal alle sportlichen Systeme, alle sportlichen Displays auf einen Blick. Was natürlich schön ist, oh, das ist stark. Was natürlich schön ist, dass der Langstreckenkomfort hier bei diesem Fahrzeug ist, allein wegen seines Luftwiderstands, ist deutlich effizienter und deutlich angenehmer noch. Es ist eine Reiselimousine, ein Gran Turismo, der dann auch bis zu, mit diesem Paket, RS Dynamic Paket Plus, bis zu 305 km/h fahren kann. Das ist schon beeindruckend, macht ihn zu einer der schnellsten Limousinen, Sportlimousinen der Welt, neben seinem Konzernbruder, dem Panamera. Höchstgeschwindigkeit fahren wir heute nicht, 305, weil wir haben noch Winterräder montiert, aber wir können beschleunigen, denn das Auto, das ist ja noch mal ein bisschen schneller als der RS-Q8. Und das mache ich jetzt. Ich bin auf dem RS2-Modus jetzt. Dann können wir auch Launch Control machen, also Bremse. Und jetzt kommt Launch Control. Und los geht's. Und er hat, ist schon 100. Das ist ja der Wahnsinn. Man kann gar nicht so schnell bremsen, als dass es hier schon die 100 anzeigt. War jetzt ein bisschen drüber. Das ist vom Stand raus noch mal ein bisschen krasser
auch durch diese Elektrounterstützung, diesen Punch, den es da nochmal reingibt, das ist schon echt ein Erlebnis. Das ist halt so ein Erlebnis, klar, wie mit dem Elektroauto, so ein bisschen zumindest, wenn man untenrum das große Drehmoment hat und man dann oben klar durchbeschleunigen kann mit diesem massiven V8, dann macht das schon echt was her. Und auch hier, wenn man diese Kurven mal ein bisschen flotter fährt, entlang der Geschwindigkeitsbegrenzung, die er ist, fühlt sich schon ganz gut an. Das Auto ist präzise, das merkt man. Das ist leichter zu handeln als ein RS Q8, weil die Karosserie-Wankbewegungen, die Wankneigungen und so, das ist alles deutlich, deutlich weniger. Und er ist super spontan, er hängt sofort am Gas. Und das ist schön für so einen großen, behäbigen Motor normalerweise mit einer Wandlerautomatik noch dran. Ist das selten, dass so ein Auto so daher sportet und so knackig doch noch in der Abstimmung ist. Wir haben ja auch die Hinterachslenkung hier. Klar, hier kann man die überhaupt nicht fühlen, aber wenn man womöglich mal auf die Rennstrecke damit geht, auch da ist es schwierig, immer eine Hinterachslenkung herauszufühlen, ob man sie wirklich braucht. Das bezweifle ich bis heute, aber beim Wendekreis, im Alltag und so merkt man da schon, dass dieses lange Schiff sehr, sehr handlich ist. Was für ein unglaublich schönes Fahren und schönes Auto und vor allem die beeindruckende Performance dieser Maschine hier darunter. Das macht natürlich klar was, wenn das Aggregat in einem RS Q8 ist mit 2,6 Tonnen oder in einem RS 7 oder RS 6, was ja faktisch dieselben Autos sind, mit 2,2 Tonnen nur knapp. Da haben wir eine Beschleunigung von 3,5 Sekunden hier und beim RS Q8 von 3,8 Sekunden. Und diese Beschleunigung, dieser Punch, den wir gesehen haben, gerade durch dieses elektrische Drehmoment von unten raus, der ist richtig krass. Da versetzt es einen das Hirn richtig in die Kopfstützen rein. Und das ist Wahnsinn. Auch in den Kurven haben wir gesehen, beim RS Q8, klar, er war stabil, aber er war nicht ganz so präzise wie zum Beispiel ein Cayenne. Bei diesem Auto würde ich jetzt so weit gehen, Panamera und er, die sind vom Fahrgefühl, wir haben jetzt natürlich keine Rennstrecke, sondern nur Überland, nur Landstraße gefahren, aber vom Fahrgefühl, von der Präzision und so, auch gerade mit Hinterachslenkung, was ja auch im Aerodynamikpaket drin ist, sind die schon sehr, sehr ähnlich. Wahrscheinlich sind Performanceunterschiede auf der Rennstrecke nochmal für den Panamera, aber dieses Auto, das ist auch auf den Kurven, schnellen Kurvenpassagen und auch vor allem engen Kurven, obwohl es so breit ist, sehr, sehr handlich. Und es ist ein Gran Turismo, für die Langstrecke ist das ein richtig gutes Auto. Das war's. Sollten Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen vielmals fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie abonnieren unten und uns auch sagen, ob es Ihnen gefallen hat, also mit Kommentaren oder uns auch direkt schreiben an redaktion@automativ.de. Wir lesen alles und wir beantworten alles. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.